standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und ich habe euch einen Vlog versprochen. Wer es noch nicht auf Twitter oder Facebook gelesen hat, Rox hat das Team leider verlassen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist einfach, da er jetzt nach seiner dreijährigen Ausbildung einfach eine Schule weitermacht, wo er sich einfach weiterbildet. Es dauert 2 Jahre und er hat sich dafür entschlossen, dass halt einfach für Gaming keine Zeit mehr ist. Das Ärgerliche war einfach nur an der ganzen Sache einfach, dass uns die ESWC gefragt hat, ob wir sicher kommen wollen und auch in welchem Lineup. Und wir dann zugesagt haben und halt dann kurz darauf, nachdem sie es offiziell announced haben, dass wir für Deutschland kommen werden, er dann halt gesagt hat, er könnte doch nicht. Aber es ist nachvollziehbar, Schule geht vor, ist ganz klar, braucht man nicht drüber diskutieren. Und nicht erschrecken, bei uns geht es natürlich trotzdem weiter, wir fahren natürlich trotzdem auch auf die ESWC, ganz klar. Werden wir auf jeden Fall am Start sein. Wir haben auch schon einen vierten Spieler, einen neuen vierten Pickup, sagen wir mal so, nicht direkt einen neuen vierten, sondern einen Pickup, der uns für die ESWC aushelfen wird, beziehungsweise bis dahin oder auch die restliche Ghost Season, weil die ESWC ist ja, sag ich mal, am letzten Ghost-Wochenende. Und den Spieler, den werde ich euch noch nicht verraten, da spanne ich euch noch ein bisschen auf die Folter. Dürft aber gespannt sein, da wird die nächsten Tage auch hier am Channel ein Video kommen. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr so vermutet, beziehungsweise wen ihr euch so wünschen würdet. Werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen, sicher ganz interessant. Und ansonsten, wie gesagt, melde ich mich dann im Laufe der Woche nochmal. Ich denke im Laufe der Woche nochmal, wo ich dann den vierten Spieler bekannt geben werde für die ESWC 2014. Und ansonsten möchte ich mich natürlich noch beim Luke, also beim Rox, bedanken für die coole Zeit mit ihm. War echt schon ziemlich lustige Zeit und auch relativ erfolgreiche Zeit, würde ich mal sagen. Und war auf einigen Events zusammen über längere Zeit, jetzt war auf jeden Fall echt cool. Ich wünsche dir auch viel Glück in der Zukunft. Und ansonsten, wir hören die Tage voneinander. Bis dann. Ciao, servus, euer Shox.